junkfoodtaster.com. Jetzt gibt es Müller Joghurt mit der Ecke Minis. Ja, kostet 1,49 €. Bestellt im Online-Shop mytime.de. Viererpack. Ja, ich weiß nicht, ob das in einem größeren Supermarkt auch am Start ist. Okay, die Katze hier finde ich toll. Was macht denn die? Das ist offenbar die Hexe. Ja, jede Hexe hat natürlich auch eine Kuschelkatze. Und eine Eule. Gibt es hier noch irgendwas? Und so eine Hellseherkugel. Genau, heißt ja auch die kleine Knusperhexe. Okay, Rückseite. Ja, dasselbe Bild nochmal. Also hätte man sich ja auch ein neues Bild ausdenken können. Egal. Auf hier. Vier Dinger sind Zutaten. Gummi Arabicum. Ja. Aritzried. Okay, Nutrition haben sie jetzt hier. Muss ich jetzt mal aufreißen. So, hier ist die Nutrition. Viele Kohlenhydrate und Zucker verraten sie nicht. Okay. So, dann sind uns hier die vier Becherchen. Okay. Ich muss das natürlich alles dokumentieren hier. So. Ja, was haltet ihr davon? Vier Becher statt einem? Ist vielleicht mehr so für Kinder. So. Das ist, guck mal hier, das ist wirklich amazing. Hier, UK steht drauf. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Herkunfts, Stempel sehe. Das ist aus UK nach Deutschland gekommen. Ja, Müller ist richtig groß in UK. Fast größer als hier in Deutschland. Das habe ich mal so gehört. Ja. Okay. Knack. Mhm. Hier werde ich mal die Katze hier öffnen. Ja, was ist eure Lieblings-Joghurt-Marke? Was gibt es denn so? Müller, Ermann, Bauer gibt es noch. Eieiei, das ist ja wirklich mini. Ja, wie in Miniatur ist das jetzt. So, jetzt erstmal Deckel hecken. Ja, Vanille-Joghurt, würde ich sagen. Ja, Sahne-Vanille-Geschmack. Und Getreidestückchen. Oh, das lässt sich aber schwer biegen jetzt hier. So. Oh Gott, jetzt habe ich keinen Löffel. Ja, sorry. Erstmal Vorbereitungsfehl und dann noch dazu der Löffel mit richtig hartnäckigen Pudding-Rückständen. Aber jetzt ist er sauber. Sauber genug, um ihn im Internet zu zeigen. Okay. Sieht wirklich nice aus, oder? Davon mache ich mal ein Foto. So, jetzt haben wir den Sternenhimmel hier mal. Hier gibt es nichts zu meckern. Ja.
Wahrscheinlich so immer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Was ist denn der normale? Habe ich das irgendwo? Ich habe hier noch das Etikett von den normalen. Also das ist normal. Also ich kann auch einen Größenvergleich machen hier. Also das ist normal gegen Mini. Und der normale hat 150 und der hat 85. Ja, ich finde das eine gute Idee. Ja, wenn man Kinder hat und die sollen nicht gleich einen ganzen essen, kriegen die Kleinen einen kleinen. Okay, ich gebe es Win. Schmeckt auch gut, ja. Ja. Ich bin sowieso ein Fan von lustigen Verpackungen. Okay, gut, danke schön. Ach, ich muss es den Engländern noch erzählen. So. So, I just reviewed Miller Yogurt with the Corner. And this is amazing. This is the first product. Or this is a German product. And if you see on this sticker or on this print here, it's UK stuff. Yeah, it's origin indicator. So the first stuff sold on a German label made in the UK. I think the packaging is very nice. I still have no feedback what this is called in other countries. I don't think they sell it in the UK as yogurt with a corner. Please let me know. I could research this on my own, but like asking you guys is like the quickest research for me. Yeah, the packaging is very funny, I would say. Especially the cat here. Yeah, every good witch got a cuddling cat here. The stuff itself, it's creamy vanilla yogurt with a like cereal star-shaped somethings. Yeah, nice composition. I think it's a very nice if you have small kids which you don't want to eat a whole 150 grams. So it's a smaller amount. Okay, yeah, basically that's it. And what is your favorite milk product producer? Okay guys, thank you very much.